die Wettkampfsaison geht ja jetzt erst so richtig los. Februar ist so die wichtigste Zeit. Und ja, vor allem der große Höhepunkt sind natürlich die deutschen Hallenmeisterschaften. Für mich ist ja immer ein bisschen schwierig in der Hallensaison, weil ich eine komplett andere Disziplin quasi laufen muss, weil es die 400 Hürden halt einfach nicht gibt. Und darum muss ich halt gegen die 400-Meter-Spezialistin antreten. Und da muss man immer schauen, wie es läuft. Aber natürlich habe ich mir das Finale bei der DM vorgenommen. Und da muss ich halt schauen, was drin ist. Und wenn der DLV, also der Deutsche Leichtathletikverband, eine Staffel zu den Hallen-Europameisterschaften schicken sollte, dann wäre ich da gerne auch Bestandteil. Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, haben ein paar Sachen umgestellt, macht man ja immer so, dass man halt ein paar Veränderungen herbeiführt, um das Training auch attraktiv und interessant zu halten. Haben die längeren Läufe mit einer höheren Intensität gemacht, haben die etwas länger drin gelassen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir die Form, die wir brauchen, Anfang Februar haben. Also ich bin da sehr zuversichtlich und sehr zufrieden. Ich freue mich total auf das PSD-Bank-Meeting, weil es ist natürlich super, in Düsseldorf laufen zu können und noch dazu bei so einem klasse Meeting. Das ist für mich immer ein Höhepunkt in der Hallensaison und ja, so ist das eben nach den deutschen Hallenmeisterschaften und da freue ich mich total drauf.